Ein herzliches Hallo hier aus der Fitness Factory. Ich bin Steffen und möchte euch heute zeigen, wie wir unser Knie mobilisieren. Mobilisierung ist eine ganz, ganz wichtige Sache nach OPs, nach künstlichen Kniegelenksoperationen, nach irgendwelchen Prellungen. Es spielt überhaupt keine Rolle. Die Übungen könnt ihr wunderbar zu Hause mit sehr wenig Equipment umsetzen. Was ihr braucht, ist eine Matte, einen rutschigen Fußboden, ein Handtuch, eine Black Roll oder ähnliches. Da kann es auch vielleicht sein, dass ihr euch ein Handtuch zu einer Rolle einrollt. Und wir brauchen einen Stuhl. Mehr braucht ihr dafür nicht und wir beginnen gemeinsam mit der ersten Übung. Für die erste Übung begebt ihr euch bitte auf die Matte, langsam nach unten in die Rückenlage. Von der Rückenlage aus streckt ihr jetzt bitte einmal, beginnend immer mit dem schlechten Bein. Das Bein, ihr zieht bitte einmal die Fußspitze heran und wir drücken bitte einmal die Wade fest in den Fußboden hinein. Das Ganze macht ihr, so wie es die Schmerzempfindung zulässt, zwischen 10 und 15 Mal. Ihr könnt natürlich auch am Anfang, wenn ihr schon fortgeschritten seid, mehr an Wiederholungszahlen einbauen. Wenn ihr diese 15-20 Mal auf der einen Seite gemacht habt, wechselt ihr zur anderen Seite. Fußspitze heranziehen und die Wade in den Fußboden hineindrücken. Der Bauch bleibt leicht angespannt. Die Wirbelsäule liegt im geraden Verlauf. Der Wirbelsäule-Kopf streckt sich nach oben rauf. Und wir lockern. Ob ihr das Ganze in zwei Durchgängen oder in drei Durchgängen trainiert, schaut, wie intensiv ihr in den Anfang einsteigen wollt. Noch einmal die Fußspitze heranziehen und die Wade in den Fußboden hineinpressen. Oberschenkel bleibt mit angespannt und die andere Seite auch wieder 15 bis 20 Mal. Wenn ihr merkt, das wird zu viel, bitte früher Schluss machen. Wenn ihr merkt, das ist sogar zu wenig, schiebt einfach noch ein paar Wiederholungen nach. Und locker. Das wäre schon die Übung Nummer 1 gewesen. Für die zweite Übung bleiben wir noch einmal in der gleichen Position. Diesmal gehen wir schon so ein bisschen höher in Richtung Knie. Ihr streckt das Bein und diesmal drückt ihr die Kniekehle richtig in den Fußboden hinein. Auch hier wieder das Ganze 15 Mal, 20 Mal oder zu Beginn für euch vielleicht auch nur 10 Mal. Das entscheidet ihr ganz allein. Wenn ihr die Seite fertig habt, locker und wir wechseln zur anderen Seite. Langsam und kontrolliert die Kniekehle in den Fußboden einpressen. Das Bein, Quadrizepsbereich spannt sich automatisch und ihr merkt so eine leichte Ermüdung im Oberschenkel. Das Ganze wechselt ihr dann noch einmal zur anderen Seite und beginnt den zweiten Durchgang. Ob ihr, wie gesagt, drei Durchgänge für jedes Bein oder nur zwei Durchgänge trainiert, noch einmal, ist abhängig vom Trainingszustand, vom Schmerzzustand des Gelenkes. Macht am Anfang bitte nicht zu viel. Ihr könnt diese Trainingseinheit, diese Übungen lieber ein, zwei Tage später noch einmal wiederholen.
anstatt vielleicht sogar noch mehr an Problemen in das Gelenk hineinzuziehen. Ganz locker. Und die andere Seite noch einmal. Okay, auch hier wieder 10, 15, 20, je nach Empfindung trainiert ihr in eurem Trainingsbereich. Okay, die Beine einmal ganz kurz anziehen, kurz das Gelenk entlasten. Und wir beginnen mit der nächsten Übung. Wir bleiben in der Rückenlage. Ihr streckt bitte noch einmal die Beine aus. Und diesmal spannen wir die Po-Muskulatur an. Wir spannen die Po-Muskulatur, sodass das Becken, ihr merkt das, so leicht nach oben angehoben wird, über die Spannung in den Gluteen, in den Po-Muskeln, drückt ihr das Becken mit der Muskulatur nach oben. Bitte nicht das Becken nach oben anheben, ja? Nur über das Anspannen der Po-Muskulatur die Po-Backen schön zusammenziehen und Spannung hineinziehen. So sollte es sein. Prima. Auch hier wieder 15 Mal, ob 2 Durchgänge oder nur 3. Ganz allein euch überlassen. Wenn ihr die 15 Mal gemacht habt, Pause, stoppt auch das Video zwischendurch, wenn euch das zu schnell geht. Und dann beginnt ihr noch einmal wieder intensiv anspannen und langsam wieder zurück. Ihr merkt jetzt, wie so langsam das Bein die Belastung übernimmt, die Muskulatur stützt das Gelenk und wir können gleich in die Mobilisierung weiter einsteigen. Okay, auch wieder zwischen 10, 12, 15 bis 20 Wiederholungen. Jetzt sollte es vom Zustand her eher locker für euch sein und nicht ganz so extrem in die Anspannung gehen. Wir gehen weiter. Diesmal braucht ihr das Handtuch und das Handtuch legt ihr euch am besten auf einen rutschigen Fußboden, Fliese, poliertes Parkett, gar kein Problem. Ihr beginnt immer mit dem schlechten Bein. Ich beginne jetzt mal mit der linken Seite. Ihr legt euch ganz nach hinten ab und wir gleiten mit dem Fuß, mit dem Handtuch über den Fußboden, ziehen es heran und strecken es wieder nach vorne komplett aus. Wieder heranziehen und wieder ausstrecken. Ihr gleitet mit dem Handtuch über den Fußboden, wieder heranziehen und wieder strecken. Ihr gleitet schön mit dem Handtuch über den Fußboden nach vorne und wieder zurück. Richtig schön heranziehen, das Bein bitte nicht anheben, sondern locker nach vorne und nach hinten schieben. Das macht ihr auch wieder 15 Mal. Und wir würden dann bitte zur anderen Seite wechseln. Wieder schön heranziehen. Und auch wieder nach vorne gleiten. Es geht auch, wenn man nur glatte Socken anhat. Einfach nur hin und her schieben. Ihr merkt, wie mobil das Knie wird. Und ihr kommt natürlich weiter in die Beugung hinein. Gerade nach Kreuzbandrissen, nach künstlichen Gelenken ist es ganz, ganz wichtig, die Beuge wieder zu trainieren, damit ihr wieder auf das Fahrrad kommt, weil da habt ihr die beste Mobilisierung für die Knie. Sehr gut. Auch hier wieder pro Seite 3x10, 3x15. Bei dieser Schiebe- und Ziehbewegung habt ihr direkt noch die Oberschenkelrückseite und beim Strecken die Oberschenkelvorderseite mit eingebaut. Spielt es jetzt keine Rolle, selbst wenn ihr 4 Durchgänge trainieren solltet, weil wir keine komplette Laststruktur auf das Kniegelenk bringen. Wir mobilisieren wirklich nur in dem Bereich der Beugung und der Streckung. Sehr gut, 15 und dann nochmal wieder die andere Seite, eure 10, 15, 20 Mal.
Okay, jetzt solltet ihr schon merken, dass das Knie leicht in der Beweglichkeit besser zu bewegen ist. Kommen jetzt zur nächsten Übung. Wir gehen bitte einmal in die Bauchlage. Und von der Bauchlage aus beginnen wir wieder mit dem etwas schlechteren, operierten, schmerzempfindlichen Bein. Den Kopf legt ihr hier vorne auf die Handflächen ab. Und wir beginnen mit dem Beugen noch einmal. Heranziehen und langsam wieder zurück. Heranziehen und wieder zurück. Auch hier keine Panik. Das Gelenk ist frei von der Last. Wir gehen nur in die Beweglichkeit hinein. Die Bewegung übernimmt die Muskulatur. Ja? Muskulatur zieht sich zusammen, kontrahiert und löst die Muskulatur wieder. Auch hier wieder 3x10, 3x15. Und dann wechselt ihr bitte zum anderen Bein. Heranziehen und langsam wieder zurück. Wieder heranziehen und langsam wieder zurück. Bitte nicht das Becken anheben. Nein, das Becken bleibt auf dem Fußboden. Heranziehen und wieder zurück. Heranziehen und wieder zurück. Das wäre die Übung des Beinbeugens. Ganz, ganz tolle, klassische Übung. Die meisten von euch kennen diese Übung vielleicht. In dem Gerät, wo man die Beine nach hinten zurückzieht. Hier nur ohne Gewicht über die eigene Körperspannung heranziehen. So, und dann wieder die Wiederholungszahlen für euch. 10, 12, 15 bis 20. Und das Ganze macht ihr bitte wieder in 2 oder 3 Durchgängen, je nachdem, wie es euch bekommt. Jetzt kommt unsere Handtuchrolle oder die Black Roll zum Einsatz. Ihr nehmt euch bitte einmal diese Rolle, wir bleiben in der Bauchlage und legen uns bitte einmal die Rolle hier unterhalb vom Sprunggelenk unter die Füße. Das wäre diese Grundposition und aus dieser Grundposition beginnt ihr heraus, das Bein nach oben anzuheben und wieder zurück. Nach oben ausatmen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 und 10. Wer weitermachen möchte, 11, 12, 15 bis 20 Mal. Ansonsten würden wir zur anderen Seite wechseln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 oder bis 15 bis 20 Mal. Bevor ihr nach oben kommt jetzt, bitte die Füße von der Rolle erstmal ablegen, dreht euch zur Seite und legt bitte einmal die Rolle zur Seite weg. Dann kommt ihr nach oben und wir stehen bitte einmal nach oben auf. Und jetzt kommt unser Stühlchen zum Tragen. Okay. Wir holen uns den Stuhl und wir stellen den Stuhl fest auf die Erde. Bitte schauen, dass sich da nichts bewegt. Ruhig mal ein bisschen ringsherum schauen, ob da irgendwas im Weg herumliegt. Ihr stellt euch, die Schulter nach hinten unten ziehen, fixiert euch hier vorne und wir beginnen jetzt, das Bein nach oben heranzuziehen. 1, 2, das Ganze immer ganz langsam und kontrolliert. 3, Bauchnabel bleibt ganz fest angespannt. 4, zurück. 5, Kopf wieder in den geraden Verlauf der Wirbelsäule. 6, 7, das könnt ihr auch von der Seite machen, 8,
9 und 10. Auch hier wieder. Die 11., 12., 15. bis 20. Wiederholung spielt gar keine Rolle. Ihr entscheidet. Wir wechseln dann nach den bestimmten Bewegungen zur anderen Seite und ziehen auch hier wieder das Knie nach oben. Nochmal der Hinweis, immer mit der schwächeren, stark belasteten, schmerzhaften Seite beginnen, nicht erst die gesunde Seite trainieren. Wenn ihr beide Seiten leider kaputt habt, dann ist es eigentlich egal, mit welcher Seite ihr beginnt. Ausatmen, langsam wieder zurück. Ausatmen, langsam wieder zurück. Bauch schön fest. Okay, prima. So, auch hier macht ihr wieder die Durchgänge, ob zweimal oder dreimal oder vielleicht sogar viermal, spielt überhaupt keine Rolle für euch. Stühlchen, ob vorne von der Seite, ob rechts oder links, völlig egal. So, weiter geht es. Wir halten uns wieder fest am Stühlchen. Oberkörper geht leicht nach vorne, ihr könnt euch ein bisschen abstützen. Und jetzt beginnt ihr, das Bein nach hinten raus zu ziehen. Die Po-Muskulatur spannt sich mit an, die Beweglichkeit kommt in den Hüftbeuger. Wirbelsäule bleibt wieder gerade, nicht nach vorne einfallen. Leichtes Hohlkreuz, Bauchnabel reinziehen, Fußspitze ein bisschen anziehen und eine leichte Pendelbewegung. Ja, sehr gut. Wenn euch der Abstand von der Ferse, vom bewegten Bein zum Fußboden zu klein sein sollte, könnt ihr natürlich auch hier auf die Wade nach oben gehen, auf den Fußballen über die Wade. Oder ihr stellt euch ein Büchlein darunter. Ist gar kein Problem, dann könnt ihr noch ein bisschen besser schwingen. Denkt nur daran, im Übungsverlauf wird die Wade dann direkt mit belastet. Okay, und wir würden zur anderen Seite wechseln. Immer körperstabil bleiben, gleichmäßige Atmung, Bauch bleibt angespannt. Und falls ihr merken solltet, dass sich irgendwo doch eine Schmerzempfindung einstellt, bitte die Übung abbrechen. Okay, auch hier wieder 3x15, 3x20 Wiederholungen, gar kein Problem. Letzte Übung, noch einmal, wir stellen die Ferse in den Fußboden, haltet euch fest und jetzt ziehen wir hier die Fußspitze immer kräftig nach oben, richtig schön weit nach oben ziehen, heranziehen, Bauchnabel bleibt fest. Auch die gleiche Bewegungsstruktur, 10, 15, 20 Mal, erst die eine Seite, dann die andere Seite. Schön nach oben hochziehen, bleibt in der Körperspannung und das Ganze schließt ihr dann mit dieser Übung auch ab und wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen weiterhelfen. Bleibt mobil, alles Gute, euer Steffen.